Ihr werdet euch sicher schon gefragt haben, ja, was mache ich jetzt mit dem alten Petroleum oder Alkan? Denn das ist ja unheimlich schmutzig aus dem Tank gekommen. Ich zeige es mal, wie es vorher mir ausgesehen hat. Diese Dreckbrühe ist aus dem Tank gekommen. Ja, wegwerfen darf man das natürlich nicht, oder Abguss oder was es auch immer. Verbrenner auch nicht. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Man kann das ja reinigen. Es sind ja nur Schwebstoffe, die drin sind. Was ich mir Zeit gesammelt habe im Tank. Ich nehme da einfach einen Trichter. So, auf dem Trichter. Und da leere ich das immer rein. Hab da Küchentuch rein gedrückt, komprimiert. Und es läuft jetzt ganz langsam da durch. Und das kommt sehr sauber unten raus. Und das werde ich dann weiter verbrennen. Damit halte ich meine Petromax sauber und ich schone die Umwelt. So, bevor ich jetzt den Abbau, das sind jetzt die Rückstände, wo oben im Trichter sind. Und hier das glasklare Petromax.